Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag, der 25. Juni, letzte Montag im Juni und heute habe ich für dich ein Video zum Wochenstart. Diesmal ist eine etwas besondere Kartenform. Das habe ich bei einer Amerikanerin gesehen und, also glaube ich zumindest, oder eine Engländerin, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das Englisch und ja, hier wird das einfach aufgeklappt und hier steht dann nochmal, du bist einzigartig drin und ich habe das Ganze, wie man das Klacken so schön hört. Da ist ein kleiner Magnetverschluss mit eingebaut. Braucht man nicht, man kann das Ganze auch theoretisch so hinstellen. Das Ganze ist ja, sieht aus wie ein Pfeil, also ist eine Pfeilkarte. Geht einfach, finde ich, macht ein bisschen was her, ist mal was anderes als eine normale Klappkarte, weil ich sage jetzt mal, man könnte so eine Karte jetzt ja hier nehmen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus mit diesen Sachen und dann hat man hier einfach was, hoppala, so normal zum Aufklappen. Aber das werden wir jetzt in so eine Pfeilkarte verwandeln. Das geht ganz einfach. Und zwar, erstmal brauchen wir einen Hochkant-Kartenrolling. Der hat die Breite von A4, also 29,7 cm. Und hier sind es 10,5 cm und dann wird das quer in die Falzmaschine eingelegt und bei 14,85 gefalzt. Ein krummes Maß, aber man gewöhnt sich dran. Und das zweite, was wir brauchen, ist ein Stück Designerpapier, was 1,5 cm kleiner ist. Das bedeutet in diesem Falle 10 cm mal 14,35 cm. Das tun wir erstmal zur Seite. Dann brauchen wir nur noch Klebstoff, logischerweise, und dann noch den Papierschneider, den finde ich ganz hilfreich. Und zwar unsere Mittelfalz, die ist jetzt unser Wegweiser. Und zwar sind die Zahlen 5 und 10. Wir legen diese Mittelfalz bei 5 cm an und nehmen hier die Falzklinge, also nicht schneiden, die Falzklinge und markieren uns an beiden Seiten der Karte einfach hier so eine kleine Ecke rein, dass wir das gleich zum Falzen haben. Dann schieben wir diese Mittelfalz auf 10 cm weiter und machen das gleiche nochmal. So, jetzt brauchen wir noch so eine Markierung und zwar 10,5, das ist dann 5,25. Das hört sich sehr krumm an, geht aber ja bei der Schneidemaschine oder bei dem Papierschneider wunderbar. 5,25 und auch da machen wir eine Markierung. Damit man das jetzt besser sehen kann, mache ich das jetzt nochmal mit Bleistift, würde ich jetzt sonst nicht machen, aber damit du das hier im Video jetzt auch besser erkennen kannst. So, und nun werden folgende Linien gefalzt. Soll ich das auch anzeichnen? Nein, das ist ja Quatsch. Und zwar einmal von der Mittelfalz zur Mitte, dann von beiden Markierungen einmal in diese Richtung und dann nochmal in diese Richtung. Auf der anderen Seite das gleiche, von der Mittelfalz hier unten in die Mitte, dann diese Markierung zur Mitte und diese auch zur Mitte. Das mache ich jetzt mal. Ich mache heute auch mal nichts mit einem Schnelldurchlauf, weil eigentlich ist das Kärtchen schon fast fertig. Das geht ganz schnell. Man richtet das einfach hier so aus und schaut, dass hier unten in der Mitte das auch nach Möglichkeit immer wieder an der gleichen Stelle auskommt. Und je gleicher das unten auskommt, desto schöner ist die Pfeilspitze dann. Oder desto spitzer ist die Pfeilspitze, sagen wir das mal so. Und dann sind das noch zwei Stück. Und eins noch. So. Das haben wir jetzt hier. Ich muss ja doch mal einmal gucken, dass ich das hier wieder wegradiere, weil das sieht ja sonst, wenn ich das gleich fertig geklebt habe, ein bisschen komisch aus. So, weg ist es wieder. Und jetzt wird das einfach gefaltet. Einmal nach hinten und dann wieder Ziehharmonika. Nach vorne, nach hinten. So, ich mache das auf der anderen Seite nochmal. Nach hinten, die nächste nach vorne. Und dann wieder nach hinten. So, und dann haben wir das schon. Und wie immer, wenn die Falzlinien nicht so wollen, wie ich das will, dann wird da einfach nochmal so lang gegangen. Und schon habe ich das fertig. Hier kommt es diesmal ganz genau aus. Wenn das mal aus irgendeinem Grund nicht sein sollte und irgendwie da ein Millimeter übersteht,
dann einfach hier so nehmen und weg damit. Jetzt sieht es natürlich noch ein bisschen nackig aus. Jetzt kommt das Designerpapier ins Spiel. Und auch da einmal eine Markierung machen bei, diesmal ist es einfacher, weil das Stück ja oben 10 cm ist. Also da einfach bei 5 cm eine kleine Markierung. Mache ich jetzt dann direkt mal mit Bleistift. Und dann wird das einfach geschnitten von der Markierung zur Ecke runter. Haben wir ein Stück und dann das andere auch nochmal. Auch wieder von der Markierung in die andere Ecke. So, was dabei zu beachten ist, wenn das jetzt hier so da drin liegt und man mit der Klinge dagegen ratscht, dann kann es mal sein, dass das Papier zusammengeschoben wird. Ich starte dann einfach immer in der Mitte und ziehe nach oben und nach unten und dann kann ich das Papier dadurch nicht zusammenschieben. So, das ist jetzt eigentlich schon fast fertig. Jetzt werden diese beiden Teile hier hingeklebt und dieses Teil oben auf. Und das mache ich dann doch mal im Schnelldurchgang. So, wenn das fertig ist, jetzt sieht es schon wieder ordentlich aus. Hier hat die Klinge ein bisschen geschwächelt, ein bisschen gerade machen. Ich mache da, wie gesagt, immer noch gerne so ein Magnetpaar dran. Muss man natürlich nicht, weil die natürlich auch so sehr gut steht. Aber ich finde das irgendwie schöner und deswegen mache ich da einen Magnet rein, dass das hier unten so in der Mitte ungefähr ist. Achso, was ich noch mache, ist, ich verklebe hier diese beiden äußeren Lappen. Das finde ich irgendwie schöner, dann ist das für mein Auge so ein bisschen gefälliger. Im Moment dann einfach andrücken. So, und dann wird das hier an den... So, und schon ist es fertig. Jetzt hatte ich hier mir aus diesem, das ist dieses ganze Teeset, das ich als Ola Teetrinker finde das natürlich super schön. Und auch hier die passende Tasse mit, in, mit dem passenden Sinlitz, Framelitz. Das finde ich so, so ist nett. So, ja, gefällt mir sehr gut, dieses ganze Set. Auch das Papier, das ist so ein dünnes Papier. Da kann man natürlich auch noch ganz andere Sachen mitmachen, ein bisschen Origami-mäßig. Ja, aber heute nicht. Heute ging es um diese Karte, die denn da jetzt fertig ist. An der Stelle kann man jetzt hier natürlich den Magneten sehen, finde ich aber nicht so schlimm. Hier hatte ich ihn verdeckt durch einen Streifen drüber, geht auch. Das lasse ich jetzt einfach so. So, das war die Pfeilkarte. Ich mache dir natürlich wieder ein PDF, was ich mit verlinke. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like von dir oder abonniere meinen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich übermorgen zur Mittwochsreihe. Bis dahin, tschüss! Ach, da war doch noch was.